Ja, einen wunderschönen Nachmittag, meine Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher von Voll.at und VN.at. Wie schon angekündigt, wird auch das MED konkret jetzt digital. Besondere Situationen erfordern besondere Ideen und deshalb sind wir jetzt mit einem Webinar vertreten. Wir wollen Ihnen die restlichen MED konkret Vorträge nicht vorenthalten. Und wir starten heute mit dem Kindernotfall. Als Referenten darf ich recht herzlich Primar Burkhard Zimmer vom Landeskrankenhaus Feldkirch und Primar Christian Huemer vom Landeskrankenhaus Bregenz begrüßen. Herzlich willkommen, meine Herren. Schönen Beide Nachmittag. leiten dort die Abteilungen für Kinder- und Jugendheilkunde. Vielleicht noch ein Hinweis an Sie. Sie finden auf der Infoleiste unten einen Button, der nennt sich F und A. Da können Sie sich direkt hineinklicken, wenn Sie eine Frage an die Mediziner haben. Die werden wir dann im Anschluss an Ihre Vorträge stellen. So, jetzt überlasse ich den Medizinern das Feld und darf Sie bitten, mit den Vorträgen zu beginnen. Eine gute Unterhaltung. Ja. Guten Nachmittag und vielen Dank für diese Einladung. Es ist auch für mich bzw. für uns ganz neu, über Web zu berichten und unser Wissen weiter zu vermitteln. Als Einstieg haben wir uns gedacht, dieses neue Konzept vorzustellen, was die Kinder- und Jugendmedizin, den Kompetenzverbund betrifft, was Sie vielleicht schon gehört haben. Und zwar ist das ein Zusammengehen der beiden Abteilungen in Bregenz und in Feldkirch unter ein Dach. Und die Überlegung war die, Sie sehen hier das Diagramm, und die Überlegung war die, dass wir natürlich diese Ressourcen und diese Synergien, die es gibt zwischen diesen beiden Abteilungen, eben nutzen können. Und zwar im Interesse der Patienten, also ihrer Kinder und Jugendlichen. Jeder von uns hat ein spezielles Wissen, hat spezielle Schwerpunkte, und die gilt es eben zu nutzen im Rahmen einer Abstimmung. Wir haben gemeinsame Bereiche, die uns sehr beschäftigen, auch von der Anzahl der Kinder. Das ist einerseits die Intensivmedizin, sowohl bei Neugeborenen als auch bei größeren Kindern, die Neuropädiatrie. Und was wir in den letzten 2 Jahren geschafft haben, haben wir auch andere Spezialgebiete als gemeinsame Spezialsprechstunde etablieren können. Der Vorteil ist, dass die Kinder und Jugendlichen an beiden Standorten nach den gleichen Standards behandelt werden. Also es ist nicht wichtig, wenn ich so sagen darf, nicht wichtig, ob Ihr Kind in Bregenz oder in Feldkirch ins Spital kommt. Es wird genau bei dem gleichen Problem, genau nach den gleichen Standards eben behandelt und nach dem besten Wissen, was wir gemeinsam uns erarbeitet haben. Der zweite Vorteil natürlich für uns als Betrieb ist der der Ausbildung. Also wir können eine gemeinsame Ausbildung machen, und das war für uns einer der großen Vorteile von diesem Kompetenzverbund in den letzten 3 Jahren, dass wir eine Rotation gemacht haben, und zwar eine Rotation sowohl auf Facharzt- und Oberarztebene als auch auf Ebene der Assistenten. Und das war ein ganz großer Gewinn für beide Standorte. Ich möchte es da nicht näher drauf eingehen, sondern jetzt da eben weitergeben. Und wir möchten, glaube ich, starten mit den einzelnen Notfällen und haben uns Folgendes gedacht, dass Herr Huemer und ich uns da abtauschen. Christian wird beginnen und Ihnen ein paar theoretische und praktische Anweisungen, Anleitungen geben, und ich werde Ihnen dann im weiteren Verlauf zum entsprechenden Problem, was Ihr Kind eben haben kann, vielleicht ein illustratives Video und Fotos eben zeigen. Also Christian, du machst weiter, und wir hoffen, dass dieses Webseminar auch klappt, das hin und her. Ja, schönen Nachmittag. Jawohl. Schönen Nachmittag auch aus dem Landeskrankenhaus Bregenz und in dieser Situation.
ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Und uns war es wichtig, Burkhard und mir, dass wir diese Themen auch weiterbringen, denn es ist wichtig, möglicherweise gerade in der heutigen Zeit wichtig, wie gehen Eltern, wie gehen wir alle um, wenn bei unserem Kind etwas sich ereignet, was wir als Notfall sehen. Und wir haben uns überlegt, dass wir bestimmte Szenarien, das verletzte Kind, das Kind mit Atemnot und das bewusstseinsgetrübte Kind nehmen. Und Burkhard hat schon gesagt, wir werden Bilder zeigen und ich werde sie etwas einführen in die Themen. Ganz wichtig ist uns ganz allgemein an Sie zu appellieren als Eltern, vertrauen Sie bitte, wenn es darum geht, ist mein Kind wirklich krank, in Ihre Intuition auch als Eltern, Sie sind ja erfahren im Umgang mit Ihren Kindern, und versuchen Sie in aller Ruhe einzuschätzen, wie krank ist mein Kind wirklich, wir nennen das allgemeinen Zustand. Und ein paar Ratschläge dazu, wenn Ihr Kind dramatisch schreit, aber schreit und Sie den Eindruck haben, dass da sehr viel auch präsentiert wird, dann ist es meist undramatischer, was den allgemeinen Zustand betrifft. Ganz ein wichtiges Thema ist, wenn Ihr Kind spielt oder auch sich immer wieder zwischendurch, obwohl es vielleicht weint, durchaus einem Spiel widmen kann, dann ist das auch ein Zeichen, dass das Kind noch in gutem Zustand ist. Ähnlich ein Kind, das krabbelt, das klettert, das also auch motorisch weiterspielt. Auch dieses Kind ist eines, wo Sie sich nicht extreme Sorgen machen müssen. Und ganz wichtig ist beim kleinen Kind, beim Säugling, die Ernährung. Solange ein Kind trinkt, Futter annimmt von Ihnen, ist auch das als guter Allgemeinzustand zu sehen. Also vertrauen Sie in diese Einschätzung. Und ganz wichtig ist in dem Kontext, bevor wir auf die eigentlichen Themen eingehen, unser Kontext auch, wie gehen wir als Kinderärzte mit dem Kind um? Und da gibt es ein paar wichtige Dinge, die uns auch wichtig sind. Das hat mit Respekt gegenüber den Kindern, auch gegenüber den Eltern dieser Kinder zu tun, dass wir grundsätzlich auch im Umgang mit dem kranken Kind den Willen dieser Kinder beachten wollen, dass wir ihm auch sagen wollen, es ist ein totales Missverständnis, Dinge verbergen zu können vor Kindern jeden Alters. Wenn Sie dem Kind zum Beispiel eine Blutabnahme machen müssen, dann sagen Sie das dem Kind und den Eltern auch und kündigen Sie diese Maßnahmen an. Anderer Tipp, sprechen Sie das Kind auch mit Namen an, verniedlichen Sie nicht jedes Kind. Das wird auch kritisch, wenn das Kind dann auch ein Schulkind und Jugendlicher ist. Ganz wichtig ist immer auch zu schauen, wie kann man im Setting Ängste abbauen. Und dazu ist es wichtig, Dinge zu erklären, denn auch Kinder haben wirklich Angst und man muss einfach dem Kind Zeit geben. Das ist für unseren Beruf ein wichtiger Faktor, der leider nicht oft genug ernst genommen wird, dass wir sehr viel mehr Zeit brauchen, uns Kindern zu widmen. Erstes Szenario, das verletzte Kind. Ganz häufig, tausende Vorarlberger Kinder verletzen sich. Verschiedenste Umstände, der Fahrradsturz, der Skaterunfall, der Sportunfall, der Sturz vom Wickeltisch und andere Dinge. Ihr versucht es für Sie zu ordnen, was ist für Sie als Eltern der erste Blick, an den Sie sich orientieren sollen. Sie sehen also, dass bei Ihrem Kind etwas nicht stimmt, meistens an den Armen oder Beinen, das Kind schont, abnorme Beweglichkeit, Fehlstellung, im schlimmsten Fall auch, dass an der Haut etwas verletzt ist, das wäre dann schon ein Hinweis auf eine offene Fraktur. Ganz wichtig ist, hier, wie bei vielen anderen Krankheitsbildern, Ruhe bewahren. Ruhe dem Kind gegenüber ausstrahlen, es beruhigen, in aller Ruhe schauen, ob neben den Extremitätenverletzungen auch noch andere Dinge sie beunruhigen, blaue Flecken irgendwo, die sehr prominent sind. Und wenn zu Hause verfügbar, auch durchaus rasch etwas gegen die Schmerzen zu geben, in aller Ruhe zu schauen, dass das Kind beruhigt ist, gegen die Schmerzen ein Zäpfchen oder irgendwas zum Trinken bekommen, wenn es das tun kann. In Grün habe ich in diesen und in den Folgebildern immer angedeutet, was würden wir dann oder der Notarzt oder Rettungsdienst oder die Klinikärzte tun. Wir natürlich würden dann sehr viel weiter gehen können, würden schauen, wenn Blutung ist, Flüssigkeit zu geben, sehr genau schauen, wie weit müssen wir das Kind unterstützen. Das ist also bei Knochenbrüchen ganz wichtig, ruhig und mit schmerzstillenden Therapien umzugehen.
Ein gravierenderes Problem sind natürlich Kopfverletzungen. Kinder, die also mit dem Fahrrad stürzen auf Asphalt oder aus größerer Höhe oder vom Baum stürzen. Hier ist ganz wichtig, erster Blick für Sie als Eltern zu schauen, ist das Kind noch bei Bewusstsein oder kommt Ihnen das Bewusstsein Ihres Kindes schon getrübt vor? Das ist ein ganz wichtiger Hinweis auch für den Rettungsdienst und für uns, mehr oder weniger dann in den diagnostischen Schritten vorzugehen. Denn eine Schädelverletzung natürlich braucht rasch auch eine sehr, sehr konzentrierte Diagnostik bis zum Schädelcomputertomogramm, aber nicht immer ist das notwendig. Was Sie tun sollten, ist auch hier beruhigen, Kind hochlagern, zu schauen, wie es im Bewusstsein anspricht, ob es antwortet, wenn Sie mit ihm in Ruhe sprechen und eventuell auch etwas gegen Schmerzen zu geben. Was Sie nicht tun sollten, ist dem Kind etwas zu essen oder trinken zu geben. Das könnte ein Problem sein. In der Klinik natürlich sind wir dann sehr viel konzentrierter unterwegs, schauen den Wachheitszustand an, messen ihn, würden eventuell auch intensivmedizinische Schritte einleiten. Das dritte Szenario des verletzten Kindes ist auch ein häufiges. Heißes Wasser, Kind schafft leider beim Essen eine Teekanne umzustoßen oder einen Suppentopf runterzuziehen, Verbrühung und Verbrennung. Da ist ganz wichtig, dass Sie als Eltern selbst auch Ruhe bewahren, weil das oft sehr dramatisch natürlich sich entwickelt, so eine Verbrühung, zu schauen, wo hat das Kind diese Verbrühung. Und ganz wichtig, da gibt es ja viele Hausmittel, tatsächlich Kühlung. Ja, also Kühlung ja, aber nicht Eis, das kann die Haut mehr schädigen, als es Positives bringt. Eventuell Kleidung entfernen, wenn die durch Hitze noch sehr eingeprägt ist, aber mit Vorsicht. Und in aller Ruhe schauen, wie groß ist dieses Areal. Auch das ist für den Rettungsdienst, da gibt es eine Formel, die Sie nicht können müssen, aber der Rettungsdienst sehr genau weiß, einzuschätzen, wie viel ist bei diesem Kind jetzt durch heißes Wasser zum Beispiel verbrüht. Das ist entscheidend, weil dann die erste Wundversorgung oder auch hier im Kliniksystem dann die teilweise intensivmedizinischen Maßnahmen sich daran orientieren, wie viel Körperoberfläche ist betroffen. Das sind die Szenarien zum verletzten Kind. Burkhard? Wenn ich den Ball aufnehmen darf, was das Schädelhirntrauma betrifft, möchte ich jetzt nicht von einem schweren Schädelhirntrauma und Intensivmedizin sprechen, sondern von einem ganz anderen Problem, was uns in den Krankenhäusern beschäftigt, ist diese Gehirnerschütterung. Also man kann auch sprechen von einem sogenannten milden Schädelhirntrauma, das Sie alle kennen. Es ist gefallen, der Sturz vom Wickeltisch oder die ganzen Sportverletzungen im Fußball, so wie dieser junge Mann auf der linken Seite, der ein sogenanntes Monokelhämatom hat. Es kommen viele von diesen kleinen und auch größeren Kindern und Jugendlichen zu uns und sehr viele werden aufgenommen. Es ist in jedem Kinderkrankenhaus 10% aller Aufnahmen waren diese Kinder und man hat sie aufgenommen, weil man eben nicht genau gewusst hat, haben diese Kinder ein Risiko für eine Hirnblutung, ja oder nein. Man wollte sich sicher sein und hat sie deshalb aufgenommen. Wir haben es uns umgesehen und haben einen Algorithmus, nennt man das, eben gefunden von Kollegen in Amerika, die eben dieses Risikoabschätzung bei diesen Gehirnerschütterungen sehr gut beschrieben haben und uns eine gute Anleitung geben, nehmen wir diese Kinder auf, ja oder nein, und wenn wir sie aufnehmen, müssen wir eine Computertomographie machen. Und Sie sehen hier zwei Beispiele. Dieser junge Mann, ein Fußballspieler, der im Tor war und eben zusammengeprallt ist mit einem anderen, der dieses Monokelhämatom, der braucht unbedingt ein CT. Dieser Patient, der hat hier hinten ein Hämatom, das kommt natürlich auch von einem Schlag, der braucht auch ein CT. Hier der herunten, das war ein Skifahrer, der verunglückt ist mit einer hohen Geschwindigkeit und das war der Helm. Der war unauffällig in der Ambulanz, den haben wir jetzt aufgenommen und haben gesagt, wir schauen einmal, was passiert, ob der eben eine Computertomographie braucht oder nicht. Diese Gehirnerschütterungen sind im Moment seit einigen Jahren sehr
populär und werden eben als Risikofaktor beschrieben für andere Erkrankungen, und zwar für sogenannte neurodegenerative Erkrankungen. Sie kennen das, Muhammad Ali als Sportler, wiederholte milde Schädelhirntraumen, Gehirnerschütterungen, und was hat er bekommen im jungen Alter? Einen Parkinson. Und diese beiden Bilder von diesem Herrn, das ist das Endspiel in Rio de Janeiro gewesen, Fußball. Der Fußballspieler war der Herr Kramer, aber auf der deutschen Mannschaft. Der hat ein Kopfballduell verloren, ist kurz zu Boden gegangen und war nachher so verwirrt, dass er zu seinem Kapitän Schweinsteiger gegangen ist und gefragt hat, wie viel steht und wo er ist, und der ist dann eben ausgewechselt worden. Im Moment ist es so, in Amerika und auch in England werden eben zum Beispiel Trainings bei Fußballspielern, also Kopfballtrainings, eben wegen diesem Risiko, dass diese Gehirne erschüttert werden und vor allem wiederholt erschüttert werden, eben verboten. Uns ist es mit diesem Algorithmus gelungen, die stationären Aufnahmen zu senken. Sie sehen hier die Zahlen über die letzten 4 Jahre. Deutlich zu senken. Die Kinder haben wir frühzeitig entlassen können aus der Ambulanz, und diese Abhandlung, dieser Algorithmus war sicher. Es ist keiner wieder zurückgekommen und hat ein Problem gehabt. Damit gebe ich zurück zum Christian für das nächste Szenario. Ja, das Kind mit Atemnot. Das ist ein ganz häufiges Symptom, Kinder, die einfach schlecht atmen und viele, viele Eltern sehr beunruhigt oftmals sind. Das ist ganz wichtig für Sie zunächst. Wie schätze ich ein, ob mein Kind jetzt wirklich eine Atemnot hat, dass es also möglicherweise nicht genug Luft bekommt? Da gibt es verschiedene Symptome. Beim Neugeborenen zum Beispiel, ob Sie den Eindruck haben, wir nennen das Apnoe, dass es Atempausen macht. Das gibt es beim größeren Kind und Schulkind kaum. Das ist ein typisches Symptom, dass die Atmung plötzlich aufhört, eines sehr jungen Babys. Viel wichtiger ist bei den älteren Kindern zu messen in irgendeiner Form, ob das Kind schnell atmet oder flach atmet. Das ist das Wichtigste. Und ein wichtiges Symptom, weil das Krankheitsbild, wir kommen gleich darauf zu sprechen, ein wichtiges ist der Begriff Stridor, der Eltern immer in Erinnerung bleibt, wenn sie das einmal gehört haben. Das ist ein ziehendes, keuchendes Atemgeräusch, das sehr stark beim Kleinkind schon Eltern den Eindruck erweckt, dass das Kind Atemnot hat und Probleme, genug Atmung zu schaffen. Sehr fortgeschrittene Symptome sind sogenannte Einziehungen, wenn man den Eindruck hat, der Brustkorb hebt und senkt sich ganz ausgeprägt, oder das Nasenflügeln, das ein Bild ist einer Ateminsuffizienz. Das heißt, ganz wichtig ist, wenn Ihr Kind sagt, ich bekomme keine Luft oder Zeichen bietet, in aller Ruhe einzuschätzen, auch hier wieder den allgemeinen Zustand, ist das ein konstantes Symptom, sind es mehrere Symptome mit oder ohne Fieber verbunden. Und 2 ganz wichtige Aspekte muss man benennen. Das eine ist ein sogenannter Anamnesefaktor, das heißt ein Geschichtefaktor des Kindes. Und zwar unmittelbar gibt es irgendeinen Hinweis, dass das Kind irgendeinen Fremdkörper in den Mund genommen haben könnte oder ein Nahrungsmittelkern zum Beispiel und sich da möglicherweise eine Aspiration, also das Aufnehmen eines Fremdkörpers in der Luftröhre ereignet hat. Gibt es irgendeinen Hinweis, dass das Kind reagiert auf etwas im Sinne einer Allergie? Und ein ganz wichtiger Aspekt auch, hat das Kind möglicherweise eine der Kinderkrankheiten, gegen die man Impfungen anbietet, aber nicht geimpft noch ist? Also hier gibt es viele Dinge zunächst einzuschätzen. Was gibt es für Hinweise, dass das Kind die Atemnot hat und wie ausgeprägt ist das? Erstes wichtiges Szenario beim Kleinkind. Typisch beim Kleinkind ist die Fremdkörperaspiration. Kinder im Kleinkindesalter neigen natürlich dazu, Erdnüsse, Olivenkerne, Pistazienkerne, kleine Lego-Bausteine im Mund zu nehmen. Und wenn sie dann zum Beispiel stolpern, passiert etwas, was nicht gut ist. Sie aspirieren. Das heißt, dieser Kern
gerät in die Atemwege, in den Bronchus und in die Lungenareale, wo er nicht hin soll. Und das Kind hat also sofort, unmittelbar an dieses Ereignis, das Eltern beobachten sollten oder hoffentlich auch beobachtet haben, hustet, ein würgendes Atemgeräusch hat mit deutlicher Atemnot und das Kind keucht und hat meist auch einen Stridor. Das ist also die klassische Präsentation, der erste Blick für Eltern, wenn ein Kind eine Fremdkörperaspiration hat. Was sie da tun sollten, ist in erster Linie auch beruhigen, schauen, dass das Kind nicht noch mehr sich in so einen Stress begibt und im Grunde rasch in eine Klinik das Kind zu bringen, die Rettung zu rufen, nie selber ins Krankenhaus fahren, sondern die Rettung zu rufen, um nicht vor Ort dann auch noch unter Zeitdruck zu kommen. Ein zweiter ganz wichtiger Begriff in Bezug auf Atemnot beim Kind ist der Begriff des Pseudogrupp, die Laryngitis, die Kehlkopfentzündung. Hier ist typischerweise so, dass die Kinder auch keine Luft bekommen, an deutlichen bellenden Husten, Heiserkeit haben und auch dieses Geräusch und dies meist aus dem Schlaf heraus, sehr oft in der Nacht. Auch hier, wenn Sie dieses Bild beim Kind sehen, auch in der Nacht das Kind aufwacht, Ruhe, in erster Linie Ruhe dem Kind einmal geben und kühle, befeuchtete Luft geben, was wir oftmals empfehlen, das Fenster öffnen, schauen, dass frische Luft ins Kinderzimmer kommt, denn der Umgebungsfaktor ist oft der auslösende Faktor für einen Anfall im Rahmen dieser Laryngitis. Ein zweites ganz wichtiges Krankheitsbild, das für uns Kliniker ganz wichtig ist zu differenzieren, obwohl es Gott sei Dank viel seltener geworden ist, ist die Epiglottitis. Das ist auch ein Kind, allerdings ein älteres Kind, meist mit Atemnot, das im maximalen Stress ist. Und zwar vor allem Heiserkeit bietet, auch Fieber und aber ähnliche Symptome, wo Sie auch den Eindruck haben, da ist etwas, ein Hindernis im Bereich des Halses. Und was da sich abspielt, ist eine Entzündung, eine akute der Epiglottis, das ist der Kehlkopfdeckel, den wir haben, der akut anschwillt und ein hohes Risiko bietet durch diese Entzündung, dass die Atemwege plötzlich verlegt werden. Das heißt, hier ist ganz wichtig, wenn Sie bei einem älteren Kind eine ähnliche Symptomatik haben, enorm sich bemühen, dass das Kind nicht noch mehr sich in einen Stress begibt. Und auf keinen Fall machen Eltern ohnehin, denke ich, sehr selten in den Mund selber hineinschauen, denn das könnte reflektorisch auch lebensbedrohlich sein. In der Klinik ist das für uns ein Notfallszenario, wo wir immer in Anästhesiebereitschaft diese Kinder untersuchen, weil auch bei uns oftmals dann etwas passieren kann, was wir nicht wollen, nämlich dass dieser Kehlkopfdeckel sich auf den Eingang zur Luftröhre legt. Also ein sehr dramatisches Krankheitsbild. Und ein drittes Krankheitsbild, das sehr häufig gerade in den Wintermonaten ist, ist die Bronchitis, die Entzündung der Bronchialwege beim Säugling oder beim älteren Kind, die Bronchitis. Auch hier, erster Blick, das Kind hat Atemnot, zieht sich zurück, möchte sich nicht sehr viel bewegen, hat eindeutig auch Stress in der motorischen Aktivität, macht auch Rasselgeräusche typischerweise, die man durchaus auch als Eltern vernehmen kann. Und auch hier ist neben der Beruhigung wichtig, Luftbefeuchtung und rasch Hilfe herbeiholen. Diese Kinder kommen in unsere Ambulanzen, gerade die Säuglinge mit Bronchiolitis sind Kinder, die oft sehr belastet sind, wo wir uns sehr kümmern müssen. Letztes Szenario ist das Kind mit einem echten Asthmaanfall. Ganz wichtig, nicht jedes Kind mit Bronchitis hat Asthma. Das ist eine Diagnose, die aus unserer Sicht zu häufig gefällt wird. Da ist der erste Blick bei möglicherweise schon bekannter Vorbelastung Ihres Kindes, dass es plötzlich eine Atemnot spürt, Hustenreiz, Atemgeräusche und deutlich auch im Stress ist. Dieser Begriff Silent Lung ist einer, der schon ein Extrembild zeigt, dass wir als Kliniker dann in der Ambulanz oftmals sehen, dass das Kind kaum mehr Atemtätigkeit hat. Was können Sie zu Hause tun? Sie können zu Hause aufrecht lagern, das Kind im Sitzen lagern, es unterstützen, beruhigen. Wenn schon vorhanden, natürlich eine Inhalation dem Kind anbieten, sei es mit einem Salbutamol, das ist also ein Mittel, um die Atemwege zu erweitern, oder Cortison. Eltern, deren Kind schon diese Diagnose haben, haben das zu Hause.
sonst im Grunde, wenn das zu keiner Besserung führt, ist auch hier der Ball ganz klar in der Klinik. Und auch hier würden wir dringend raten, das Kind mit Rettung in die Klinik bringen zu lassen. Burkhard? So, gerade einen Moment. Muss das mal starten. So. Okay. Ja. Okay. Jetzt sieht man, glaube ich, was. Jetzt wollte ja. ich Ihnen dieses Kind präsentieren. Also, das Kind wird wenige Monate alt sein. Ich spiele Ihnen das Video dann vielleicht noch einmal vor und Sie hören den Husten. Er wird blau und jetzt erholt er sich wieder. Noch einmal. Und was ist das? Das ist ein kleines Kind unter einem Jahr und das ist ein klassischer Keuchhustenanfall. Jetzt, oder? Genau. Das sieht man. Das sieht man selten, aber immer wieder. Doch bei uns und gerade diese kleinen Kinder sind doch deutlich krank und sie machen, wie es vorhin schon betont worden ist, nicht nur diese Hustenanfälle, sondern eben auch sie ziehen ein, also sie haben einen Stridor, neben dem Husten eben auch noch Apnoe, also sie machen Atempausen. Und es ist eine Erkrankung, die man natürlich verhindern kann. Wir wollen heute kein Impfthema besprechen, aber das kann natürlich durch eine rechtzeitige Impfung kann das verhindert werden. Und man muss auch ganz klar sagen, dass die Wahrscheinlichkeit von einem kleinen Kind, ich spreche jetzt auch von einem Kind unter 6 Monaten, mit einem Keuchhusten die Wahrscheinlichkeit zu versterben doch bei 1-2% liegt. Also relativ hoch für die Patientengruppe, die wir betreuen. Das Zweite, noch ein kurzes Röntgenbild von einer offensichtlichen Fremdkörperaspiration bei Kindern unter 3 Jahren, ein bekanntes, ja, gefürchtetes Krankheitsbild, gefürchtet insofern, weil man doch hinunterschauen muss und diesen Fremdkörper, das können ganz verschiedene sein, eben bergen muss. Hier findet man eine Klammer, die eben auch die offen ist und natürlich auch relativ gefährlich sein kann, dass es perforiert. Vor kurzem hat man geborgen Magneten im Magen und im Darm, die natürlich zusammenheften können und natürlich auch dann zu akuten Bauchschmerzen, zu Darmverschlüssen führen können. Das waren meine 2 Beispiele für Atemwegsprobleme und wir gehen weiter zum 3. Szenario, Christian. Jawohl. Das 3. Szenario ist das bewusstseinsgetrübte Kind. Das ist natürlich für alle Eltern ein schreckliches. Man hat den Eindruck, das Kind verliert das Bewusstsein. Was steckt dahinter? Da gibt es häufige Situationen, die sehr dramatisch sind. Leider auch in Vorarlberg haben wir immer wieder in Bodenseenähe Kinder, Jugendliche, die in Gewässern ertrinken oder das nennt dieser englische Begriff Near Drowning, annähernd ertrinkt. Das heißt, sie fallen ins Wasser, werden rechtzeitig vom Badewärter aus dem Wasser gezogen oder von Freunden. Und dann hat man also ein Kind, sei es im Freibad oder neben dem Swimmingpool oder Planschbecken, das bewusstlos ist, ein schreckliches Bild als erster Blick, nasse Kleidung hat und eine entsprechende Anamnese. Für uns oft ganz schwierig ist, dass die Anamnese nicht klar ist, dass nicht ganz klar ist, weil Eltern nicht genau beobachtet haben, was hat sich da abgespielt und wir daher oft nicht wissen, wie lang ist dieses Kind eigentlich jetzt im Wasser gewesen. Entscheidend ist allerdings, immer so vorzugehen, dass man dem Kind alle Möglichkeiten von Beginn an anbietet, die ihm die Chancen geben, dass es ohne Restschaden dieses Ertrinkungsereignis übersteht. Und da ist ganz wichtig, neben der Ruhe zu schauen, wie ist die Temperatur des Kindes. Natürlich ist ganz wichtig, Hilfe zu holen, wenn man selber nicht genug auch glaubt, trainiert zu sein. Aber im Grunde sollte jeder diese European Resuscitation Council, also diese Wiederbelebung bei Kindern, bei Erwachsenen, Richtlinien in etwa drauf haben.
und einfach nicht zögern und auch bei einem jungen Kind eine Wiederbelebung versuchen. Wiederbelebung nicht zu versuchen, ist der größte Fehler. Auch der Laie kann mehr anbieten, als er glaubt. Und ganz entscheidend ist natürlich auch Freimachen der Atemwege und in aller Ruhe schauen, was bietet das Kind im Wachheitszustand, ist es total bewusstlos, Hilfe herbeirufen. In der Klinik natürlich ist das ein absolutes Notfallszenario mit intensivmedizinischer Notwendigkeit der Versorgung, das uns natürlich in so einem Fall selten, aber doch sehr beschäftigt. Das erste ganz wichtige Krankheitsbild. Ein zweites, noch wichtigeres, weil viel häufigeres ist Krampfanfall oder Fieberkrampf. Da bietet sich für die Eltern oft das Kind bewusstseinseingeschränkt, getrübt. Ein Krampfanfall kann natürlich beobachtet werden mit Zuckungen der Extremitäten oder des gesamten Kindes und Bewusstseinseinschränkung, ist aber oftmals schon vorbei und das Kind ist ein bewusstseinsgetrübtes Kind und nicht ganz klar, wie lang hat eigentlich der Anfall gedauert. Ganz wichtig ist aber doch, das ist für uns wichtig, zu wissen, wie lange in etwa haben Eltern das beobachtet, weil es die Form der Therapie für uns vorgeben würde. Und ganz wichtig ist auch hier in aller Ruhe dann uns in der Klinik zu berichten, hat das Kind Entzündungshinweise gehabt? Ist das der erste Anfall? Hat es einen Unfall? Schädelhirntrauma als Stichwort. Und einfach zu schauen, gibt es da irgendeinen Faktor, der das ausgelöst haben könnte? So einen Anfall. Ganz wichtig ist Fieber und Anfall, Fieberkrämpfe. Fieberkrämpfe sind im Grunde ein sehr benignes, gutartiges Krankheitsbild, das sehr häufig ist bei jungen Kindern und denkbar gutartig im Verlauf ist. Also dieser Zusammenhang ist einer, den wir sehr schnell wissen müssen und wollen, um rasch auch zu schauen, wie weit müssen wir gehen, braucht das Kind intensiv Überwachung oder kann man das im Grunde rasch wieder nach Hause lassen. Ein drittes Szenario ist auch ein sehr dramatisches. Das sind Kinder, die im Bewusstsein getrübt sind. Und ein Hinweis ist, meist anamnestisch von der Geschichte, kommt das durchaus als Geschichte von den Eltern. Sie müssen es nur dessen sich bewusst sein. Ein Kind hat irgendetwas in den Mund genommen, meist Sinnesarzneimittel von der Großmutter, vom Großvater, irgendwelche Tabletten, die zu Hause herumlagen. Haushaltsmittel, sehr negativ in der Prognose, Spülmittel, konzentrierte Laugen oder Säuren, Pflanzenschutzmittel, Düngemittel und andere Dinge. Also das ist extrem wichtig, wenn Sie es bei Ihrem Kind beobachten, da ist das Bewusstsein plötzlich getrübt und Sie haben irgendeinen Hinweis, dass das Kind eine Substanz in den Mund genommen haben könnte, die nicht günstig ist. Das auch rasch auch zu benennen und ganz wichtig auch in die Ambulanz das Medikament oder diese Substanz mitzunehmen, weil wir das sofort über die Vergiftungszentralen, die wir hier in der Region in Zürich und Wien angebunden haben, klären können, wie gefährlich das ist. Und natürlich die Vitalfunktionen, also zu schauen, dass das Kind stabil ist, bis die Rettung kommt, der Notarzt kommt. Also diese drei Szenarien sind natürlich ganz wichtige und für Sie natürlich dramatisch genug, aber wichtig, weil sie gar nicht so selten sind. Ja, denke ich, dass der einfach nicht so schnell ist Nachspruch. Gut, das bewusstseinsgetrübte Kind. Es gibt die Statistiken, zum Beispiel die Strittegelage. Möchte ich Ihnen ein Video zeigen von einem 10-jährigen Jungen, der seit wenigen Stunden sehr hohes Fieber gehabt hat. In der Nacht aufgewacht ist, verwirrt war, wie die Mutter das dann beschrieben hat und sie war sehr besorgt und hat angerufen und hat gesagt, ihr Sohn gefällt ihr nicht. Und sie ist dann in die Ambulanz gekommen und dieser Junge hat sich so präsentiert, mit Absicht, mit Ton, damit sie einmal hören, wie es bei uns zugeht. Und Sie sehen hier diese Flecken. Und dieser Junge ist bewusstlos. Er wacht nicht auf, jetzt nehme ich Ihnen den Ton weg. Er wacht nicht auf, obwohl ihm das ja sehr wehtun muss. Hier, er ist ganz steif. Im Nacken. Also er hat eine Hirnhaut oder Hirnhautentzündung. Er wacht nicht auf, ist tief bewusstlos und hat diese Flecken.
Die Diagnose ist klar, ist ein schwerkrankes Kind, er ist septisch, er hat eine septisch, also er hat eine Blutvergiftung, er hat eine Meningitis, eine Hirnhautentzündung. Und die Ursache dieser Hirnhautentzündung und dieser Blutvergiftung sind wahrscheinlich Meningokokken. In zweiter Linie Pneumokokken, aber sehr wahrscheinlich Meningokokken. Und das kennen Sie. Meningokokken ist eine bekannte Erkrankung. Sie tritt auf, wir kennen sie, wir müssen sie kennen als Intensiv- oder als Kindermediziner. Und das ist eine der Diagnosen, wo jeder Doktor eigentlich am schnellsten in der Ambulanz und überall sein muss, weil sie hat ein Mortalitätsrisiko, diese Erkrankung, von 10-15%. Und es ist einer der anspruchsvollsten Therapien in der Kinderintensivmedizin. Ja, also ja, Meningokokken oder Pneumokokken als Ursache für eine Blutvergiftung und oder Hirnhautentzündung mit dem Leitsymptom, hohes Fieber, wenige Stunden Bewusstseinseintrübung aufgrund der schlechten Durchblutung des Gehirns. Damit möchte ich wieder zurückgeben. Christian. Ja, also wir sind damit mit den wichtigsten Szenarien jetzt fertig und wir wollten am Schluss natürlich anlassbezogen noch kurz auf das Thema eingehen, Covid-19 beim Kind. Viele Eltern im Moment sind sehr besorgt um ihre Kinder und waren es auch. Was wissen wir dazu? Wir wissen dazu eines, ich habe die aktuellen Zahlen auch für Österreich heute, wir haben eine österreichweite Umfrage gemacht, heute bekommen, in ganz Österreich sind nur 5 Kinder im Krankenhaus aufgenommen worden mit einer Coronavirus-Infektion. Und kein einziges Kind in Österreich ist gestorben. Ähnliche Zahlen gibt es aus Deutschland. In Deutschland sind 80 Kinder erkrankt und im Krankenhaus aufgenommen worden und ein Kind mit einer schweren Immunerkrankung ist gestorben. Und ähnliche Zahlen gibt es in Italien. Das heißt, Gott sei Dank, Covid-19-Infektion scheint beim Kind einen denkbar milden Verlauf zu haben. Wir verstehen das noch nicht genau, warum das so ist. Das hat wahrscheinlich mit dem Immunsystem von unseren Kindern zu tun, die sehr viel besser auf solche Virusinfektionen imstande sind zu reagieren. Und das ist gut so. In dem Zusammenhang aber ist für uns auch ganz wichtig, darauf hinzuweisen, wie können wir dem vorbeugen? Nicht diese Covid-19-Infektionen sind Erkrankungen der Lunge, die beim Erwachsenen, das lesen wir, das hören wir, ganz, ganz gravierende Lungenschäden machen können und auch lange Beatmungspflichtigkeit bringen können. Und ganz wichtig ist natürlich, wir alle warten im Moment auf eine Impfung gegen diese Erkrankung und die wird es schaffen, auch diese Zahlen weltweit in den Griff zu kriegen. Und uns ist wichtig ein Punkt. Bedenken Sie, es sind im letzten Winter viele, viele Österreicher auch an Influenza erkrankt, an Masern erkrankt, an Keuchhusten erkrankt. Und wir haben also Erkrankungen, wo Impfungen schon längst da sind. Und im Moment machen unsere Kinderärzte in den Praxen sich etwas Sorgen, weil viele Eltern zögerlich sind, zum Kinderarzt zu gehen und etwas nicht passieren kann, nämlich jetzt die Impfungen, die wir schon anbieten können, nicht optimal angeboten zu haben. Und daher unser Appell am Ende der heutigen Veranstaltungen, gehen Sie bitte jetzt erst recht zum Kinderarzt, machen Sie alle diese Impfungen gegen Erkrankungen, die wir schon mit Impfungen vorbeugen, schützen können. Und natürlich warten wir alle auf diese Covid-19-Impfung, die wird aber noch viele Monate dauern, bis sie kommt. Vielen Dank. Okay. So, dann sollte ich mich wieder einklinken. So, da bin ich wieder. Jawohl. Danke, Herr Primar Huemer, danke, Herr Primar Simmer, für die doch sehr kompakten und informativen Ausführungen zu Kindererkrankungen. Sie haben mit Ihren Ausführungen zu Covid-19 natürlich jetzt schon einige Fragen vorweggenommen, die da gestellt wurden. Zum einen ging es darum, wenn eine Impfung da ist, ist es ratsam oder müssten dann auch Kinder geimpft werden? Wie sehen Sie das? Ja,
Diese Frage ist klar mit Ja zu beantworten, weil die Kinder natürlich auch diese Erkrankung weiter verbreiten können. Und man wird dann sehen, wie die Zulassung ist, oder bis ab welchem Alter. Das werden eher kommen. Aber natürlich sollten dann auch die Kinder geimpft werden. Und dann, bitte. Ein wichtiger Faktor ist, Kinder übertragen Infektionen sehr stark. Ja, auch in den Ländern, die jetzt betroffen sind, wird man, die Zahlen sind noch nicht klar, aber sicher feststellen, dass viele Ansteckungen über die Kinder in den Familien erfolgt sind, sodass die Impfung auch aus dem Grund ganz wichtig ist. Da gibt es auch eine Frage dazu, und zwar wird ja oft diskutiert, sind die Kinder jetzt Virenschleudern oder sind sie es nicht? Wie ist denn da Ihre Einschätzung, wahrscheinlich die gleiche wie von allen Experten? Man weiß es nicht. Ja, ich kann doch, ein Bild ist, dass unsere Turnusärzte, wenn die in unsere Abteilungen rotieren, in den ersten Wochen ständig krank sind. Ja, und ja, es ist so, der Kontakt mit Kindern mit akuten Infekten, der zeigt schon, dass diese Kinder Viren schleudern, ist vielleicht ein böses Wort, aber ständig auch etwas haben, was sie selber eigentlich ganz gut in vielen Fällen überstehen, aber auch weitergeben. Dann gibt es noch die Frage, wie es sich mit Covid-19 und Ungeborenen verhält. Können Sie dazu was sagen? Dort ist die Lage, also Covid-19 und Schwangere, beziehungsweise dann Neugeborene, da ist die Datenlage relativ, also es ist natürlich auch dünn, sie kommt vor allem aus China, aber die Aussagen dort sind relativ eindeutig, dass es für die Kinder kein erhöhtes Risiko gibt, und man hat bis jetzt noch kein Neugeborenes, man hat die Neugeborenen untersucht, hat ihnen Blut abgenommen, Abstriche gemacht, und man hat noch bei keinem Neugeborenen eine Übertragung dieser Erkrankung gefunden, die schon vor der Geburt stattgefunden hat. Also man ist auf der relativ sicheren, Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, oder jetzt bei wir hier im Krankenhaus sind natürlich alle Frauen, die schwanger waren, jetzt in dieser Zeit natürlich von der Arbeit freigestellt worden, müssen wir natürlich auch sagen. Oder auch vom Gesundheitsministerium, da gibt es eine entsprechende Anordnung vom Betriebsarzt und auch betriebsintern, das haben wir schon vorher gemacht, um ganz sicher auf der sicheren Seite zu sein. Also ist schon ein Spur ambivalent, aber eigentlich, wenn man die ganz hart anschaut, die Daten, kann man wahrscheinlich eher beruhigt sein als beunruhigt. Eine andere Frage lautet noch, ob es Sinn machen würde, eine Schwangere oder schwangere Frauen zu testen. Also es ist so, dass wir haben uns im Kompetenzverbund dazu sehr genau abgestimmt, wie gehen wir um, wenn eine Frau gerade vor Geburt steht und Verdacht auf Covid-Infektion besteht, wie ist das Management, und haben da eigentlich in allen drei Kinderabteilungen des Landes eine total homogene Vorgehensweise, dass wir natürlich im Zweifel einen Test machen würden. Da geht es vor allem um den Schutz des Teams, der Hebammen und Kollegen, und dann genau vorgegeben haben, wie gehen wir mit der Mutter nach Geburt und mit dem Neugeborenen um. Aber die Daten, so wie Burkhard Zimmer schon gesagt hat, im Moment sind so günstig, dass zum Beispiel wir auch erlauben, zu stillen. Diese Virusübertragung in die Muttermilch scheint nicht messbar zu sein, sodass wir unter gewissen Sicherheitsmaßnahmen durchaus zum Beispiel auch diesen Frauen erlauben, ihr Kind zu stillen. Das ist in dem Fall eine beruhigende Nachricht für werdende Eltern. So, jetzt gibt es noch eine Frage, die absolut nichts mit dem Coronavirus zu tun hat, das mit den Fieberkrämpfen. Das wurde schon beantwortet von Ihnen. Eine junge Mutter möchte noch wissen, sie hat einen 9 Monate alten Sohn, der sitzt schon sehr selbstständig, sie stopft ihm aber offensichtlich immer ein Kissen in den Rücken, das der Kleine dann natürlich auf die Seite schiebt und dann entsprechend halt umkippt. Und jetzt ist sie sich nicht sicher, ob sie immer etwas hinter ihn stellen soll, sie sich vielleicht hinter ihn stellen soll, weil das könnte ja die Entwicklung beeinträchtigen, wenn er nicht selbstständig wird. Sie ist jetzt etwas unsicher und bittet um Ratschlag.
Also im, die Welt im Sitzen zu betrachten, ist sicher interessant und es gibt sicherlich jetzt einmal keinen Nachteil davon, wenn man die Kinder nicht, hin, nicht nur hinlegt, sondern eben auch aufsitzt, oder? Man sollte natürlich schauen, dass sie jetzt umfallen, ist auch relativ, oder? Wenn jetzt umfällt und auf etwas Weiches fällt, kann es einmal passieren, aber sonst soll man ihn natürlich so hinsetzen in diesem Alter, dass er vor allem nicht auf eine harte Unterlage hinfällt, aber es gibt jetzt keinen Grund, das nicht zu machen. Und man muss das mit Hausverstand wahrscheinlich lösen, dass der auch dann wirklich sitzen bleibt und nicht umfällt. Und das kann die Mama sicher gut machen. Gut, das geben wir in dem Fall gerne so weiter. Damit wären alle Fragen beantwortet. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie sich für dieses digitale Med konkret zur Verfügung gestellt haben. Und ja, ich bedanke mich auch im Namen unserer Zuseherinnen und Zuseher. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, noch einmal, das nächste digitale Med konkret findet dann im Mai statt und da holen wir den Vortrag mit den Gelenksersatzoperationen nach. Sie werden immer rechtzeitig von uns informiert. Herzlichen Dank fürs Dabeisein und alles Gute.